Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ich wollte es so. Für einen einfachen Burschen wie mich ist dies der einfachste Weg, Bildung zu erhalten und etwas mit seinem Leben anzufangen. Dann sind wir wohl aus demselben Grund hier. Wir werden gut miteinander auskommen. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Können wir die Führung auslassen? Ich habe eigentlich gedacht, dass du als völliger Neuling gerne wüsstest, was dich erwartet. Aber wenn du nicht mitkommen möchtest, zwinge ich dich nicht. Hier ist ein Brief des Priors mit deinen täglichen Pflichten. Lies ihn und präge ihn dir ein. Na dann los! Gut, aber bevor wir gehen, hier ist ein Brief des Priors, in dem deine täglichen Pflichten aufgelistet sind, die du von morgen an zu erledigen hast. Lies ihn spätestens am Abend, damit du weißt, wie die Dinge laufen. Wir können jetzt los. Bleib dicht bei mir, ich werde dir alles erklären. Merk dir ein Wort, Disziplin. Es ist deine Aufgabe, zu arbeiten und zu beten. Du dienst jetzt dem Herrn, nicht dir selbst. Gepriesen sei Jesus Christus. Dieser Weg führt ins Dormitorium, wo wir alle schlafen. Du findest dort ein freies Bett, das von nun an dir gehört. Weißt du, was mich das Kloster als erstes lehrte? Schlaf wertzuschätzen. Wir stehen jeden Tag vor Sonnenaufgang auf. Sich daran zu gewöhnen, dauert etwas. Das ist der Garten. Er dient dem stillen Nachsinnen und der Meditation. Schön langsam, Bruder. Vor ein paar Jahrhunderten gründete der heilige Prokop, einer der geachtetsten Brüder, dieses Kloster. Heute. Seine irdischen Überreste befinden sich in einer Höhle unterhalb des Klosters. Und sein Geist wandelt des Nachts durch die Korridore und bestraft unartige Novizen. Die Werkstatt der Brüder und das Skriptorium. Hier und in der Bibliothek arbeiten wir. Ora et labora. Bete und arbeite. Als Novize musst du den Brüdern über dir stets gehorchen. Über den Mönchen stehen der Prior und die Cirkatoren, die jeden Verstoß ahnden. Du erkennst sie an ihren Gehstöcken. Tu, was sie dir sagen. Das ist das Refektorium. Hier speisen wir. Während der Mahlzeiten muss Ruhe herrschen. Nur ein Bruder liest laut aus der Regula Benedicti vor. Die Regula ist das einzige Gesetz, das wir anerkennen. Mit Ausnahme des Gesetzes Gottes. Verstößt du gegen die Vorschriften? Die Bibliothek, der Stolz unseres Klosters und eine Fundgrube des Wissens. Wir lesen hier nicht nur Bücher, sondern schreiben sie auch ab. Du wirst das auch lernen. Das war's. Heute hast du noch frei, aber ab morgen wirst du wie die anderen arbeiten. Wenn du etwas benötigst, frag einen der Brüder. Wir helfen dir gerne. Ach, und du solltest auch die anderen Novizen kennenlernen. Abgesehen von mir wären da noch Konstantin, Joachim und Lukas. Danke für die Führung. Hier gibt es viel zu lernen. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Wer hat hier im Kloster das Sagen? In Wahrheit alle außer uns. Aber offiziell Abt Peter. Und schon bald ein anderer. Als ob es eine Rolle spielte. Arbeit und Gebet bleiben unberührt. Verstehe. Gibt es Zwistigkeiten unter den Brüdern?
Seit die Wahl des neuen Abtes Thema wurde, ist es hier wie in einem Hornissennest. Seltsam, dass du das nicht bemerkt hast. Erzähl mir etwas über die Wahl des Abtes. Abt Peter ist alt. Wenn er stirbt, müssen sie einen neuen Abt unter den Brüdern wählen. Die Kandidaten sind Johann und Nevlas. Und meiner Ansicht nach ist Nevlas der richtige Mann. Doch leider haben wir Novizen hier nichts zu melden. Erzähl mir etwas über das Leben hier. Arbeiten, beten, als ob du das nicht wüsstest. Wir dienen Gott und unsere ganze Welt dreht sich darum. Welche Rollen haben die einzelnen Mönche hier? Jemand kümmert sich um die Bibliothek, jemand um den Garten. Der Abt überwacht alle und in seiner Abwesenheit der Prior. Aber die Zirkatoren sollten dich mehr interessieren. Sie sorgen dafür, dass wir uns an die Regula halten. Sie können sehr streng sein. Wenn du Strafen vermeiden möchtest, verhalte dich stets korrekt und verrichte deine Arbeit. Gelöst wird. Ein Wunder, dass der Prior morgens nicht den Atem eines jeden prüft. Dann wäre der Sünder schnell gefasst. Ich heiße Gregor. Ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Das Essen heute... Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Verheimlichst du mir womöglich etwas? Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage, bist du wirklich der Sohn des berühmten Smil Flaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich, in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? Nein, nein. So ist es. Er wird noch viele Jahre in dieser Welt wandeln. Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann. Ich warte noch ein, zwei Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitte behalte all das für dich. Besonders die Sache mit dem Geld. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Ich lasse dich in Frieden und werde dir nicht mehr folgen. Danke. Und Gregor,
Sag bitte niemandem etwas davon. Warum bestraft man dich nicht dafür, dass du dem Morgengebet fernbleibst? Ich habe die Zirkatoren bestochen. Sie sehen nicht hin. Und die anderen Mönche bemerken nichts, solange man hin und wieder sein Gesicht zeigt. Um die Zeit ist niemand sonderlich wach. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius. Er ist eine ruhige Seele und man kann gut mit ihm reden. Außerdem ist auf ihn stets Verlass. Das wäre alles. Danke. Wen würdest du wählen, wenn du könntest? Wahrscheinlich Nevlas. Er ist ein guter Kerl und wirkt aufrichtig. Aber ehrlich gesagt kümmert mich das nicht sonderlich. Ein Kloster bleibt ein Kloster, ganz gleich, wer es führt. Aber frag Antonius, wenn du darüber reden willst. Er scheint sehr daran interessiert zu sein. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Das wäre alles. Danke für deine Zeit, Bruder. Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung, womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Erzähl mir von den anderen Novizen. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Glaub mir, er verbirgt etwas vor uns. Nun, da ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon lange nicht mehr beim Morgengebet gesehen. Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde. Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Wen würdest du zum neuen Abt wählen, wenn du könntest? Warum fragst du? Uns ist es nicht erlaubt zu wählen und wir sollten uns da nicht einmischen. Ich frage bloß, mehr nicht. Ich bevorzuge Johann, aber wie gesagt, es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Es reicht, dass Antonius sich einmischt. Fang du nicht auch noch an. Es naht Böses. Ich spüre es in den Knochen. Friede sei mit dir, Bruder.
Was gibt es, Bruder? Das Zustand verschlechtert sich. Er soll den Herbst nicht mehr erleben. Nein, nein, Peter ist stark. Er wird noch viele Jahre in dieser Welt handeln. Pass auf, wo du hingehst. Warum so in Eile? Ich bin Gregor, ein Novize. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich weiß. Du warst schwer zu übersehen. Und du bist? Novize Lukas. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht mit dir sprechen. Allein fühle ich mich am wohlsten. Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Ich weiß nicht viel, aber frag ruhig. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Nicht viel. Ich kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Außer, dass er es mit Regeln nicht so genau nimmt. Was kannst du... Nicht... Du weißt wirklich gar nichts über die anderen? Trotzdem danke. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mir war bisher einfach nie danach, jemanden kennenzulernen. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Es gibt nichts zu erzählen. Ich meine, woher du kommst und welches Leben du vor dem Kloster hattest. Ich bin Novize und mein Name ist jetzt Lukas. Das ist alles, was zählt. Komm schon. Gibt es wirklich nichts, das du mir sagen kannst? Doch, schon, aber ich will nicht. Tut mir leid, ich will mich auf die Arbeit und das Gebet konzentrieren, statt auf den, der ich einst war. Was war, ist unwichtig. Wir legen unsere Vergangenheit ab, sobald wir durch die Klosterpforte treten und unseren Eid ablegen. Vergiss das nie. Wen würdest du zum Abwählen, wenn du könntest? Aber ich kann nicht. Warum sollte ich mir also den Kopf darüber zerbrechen? Frag Antonius. Er spricht oft davon und hat bestimmt eine Meinung. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Das wäre alles. Danke für deine Zeit, Bruder. Schön langsam, Bruder. Gelobt sei Jesus Christus. Erfahre ich in der Bibliothek mehr über die anderen Novizen? Nur der Abt und der Prior haben Aufzeichnungen über sie. Darf ich sie sehen? Nein.
Der Abt schreibt sie und bewahrt sie in seiner Kammer auf, die zur Zeit der Prior nutzt. Und nur die beiden dürfen sie auch lesen. Kann ich hier irgendwie behilflich sein? Gut, dass du fragst. Es gibt da wirklich etwas. Ich habe es bisher niemandem gesagt, aber... Kürzlich brachte mir ein Mitbruder ein Stück Pergament. Er sagte, er hätte es in einem Loch in der Wand gefunden. Es war eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustathius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Wäre es nach ihm gegangen, wären all diese Bücher verbrannt worden. Ovids Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Willst du, dass ich das Buch wieder zusammenfüge? Aber ja. Eustathius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Gut, ich werde die Seiten suchen. Danke, Bruder. Ich weiß das zu schätzen. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Kannst du mir etwas über das Buch sagen? Die Liebeskunst ist eine Art Anleitung, die jungen Menschen helfen soll, die Liebe zu finden und zu erhalten. Es ist ein schönes Werk. Ich weiß nicht, was Eustathius so daran störte. Aber wie gesagt, er fand es unmoralisch und zerriss es, damit es seine Mitbrüder nicht verdirbt. Wo soll ich suchen? Wüsste ich das, hätte ich dir die Aufgabe nicht gegeben. Die Seiten könnten überall versteckt sein. Vom Garten bis hin zum Refektorium. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Wer hat hier im Kloster das Sagen? Abt Peter ist der Verwalter des Klosters, aber ihn wirst du nicht zu Gesicht bekommen. Er ist ständig auf Reisen und zudem alt und gebrechlich. Aber vielleicht schenkt ihm der Herr noch viele weitere Jahre. Was, wenn der alte Abt irgendwann stirbt? Dann wählen wir einen neuen. Erzähl mir etwas über das Leben hier. Gebete, Arbeit, Gehorsam, das fasst es gut zusammen. Kannst du mir etwas über die Regula Benedicti sagen? Vor 700 Jahren schrieb der heilige Benedikt von Nursia ein Klosterregularium, den wir noch heute folgen. Es wird zu jeder Mahlzeit verlesen. Dessen fundamentale Maxime sind Gehorsam, Arbeit und Gebet. Wir geben uns dem Dienste an Gott hin. Die Welt jenseits der Klostermauern ist uns fremd. Hast du nie das Bedürfnis zu wissen, was sich draußen tut? Und was sollte sich dort tun? Der Himmel ist genauso blau und das Gras genauso grün. Vielleicht wechseln die Herrscher, aber der größte Herrscher von allen bleibt stets derselbe. Erzähl mir etwas über die Geschichte des Klosters. Es wurde vor 500 Jahren vom heiligen Prokop gegründet. Nach seinem Tode wurde es eine Zeit lang von Heretikern besetzt, doch dann kehrten die Brüder des wahren Glaubens hierher zurück. Heretiker, sagst du? Sie wollten Gott mit fremden Riten dienen, in einer Sprache, die Gott fremd ist. Sie wurden vertrieben und ihre Bücher verbrannt. Welche Rolle haben die einzelnen Mönche hier? Der Abt ist der Vorsteher, aber er ist zurzeit nicht hier. Dann gibt es noch den Prior, den Subprior, den Bibliothekar, den Pförtner und viele andere. Was kannst du mir über die Novizen sagen? Nun ja, ihr seid hier, um eure Hingabe zu Gott zu zeigen und ein Klosterleben zu führen. Nach einem Jahr kannst du dein Gelübde ablegen und ein vollwertiger Bruder werden. Eigentlich wollte ich Genaueres über die einzelnen Brüder erfahren. Du kennst sie doch. Joachim ist ein komischer Kauz, aber eifrig. Vielleicht etwas zu eifrig. Konstantin ist ein geselliger Bursche, aber etwas zu weltlich für einen Mönch. Antonius arbeitet hart und wird dir stets behilflich sein, aber es mangelt ihm an Frömmigkeit. Lukas ist stumm wie ein Fisch und niemand weiß viel über ihn.
Und dann wärst da noch du selbst. Darf man das Kloster verlassen? Wohin würdest du gehen? Hier hast du alles, was du brauchst. Außerdem sind die Tore hier fest verschlossen, sodass niemand hinein oder hinaus kann. Pass auf, wo du hingehst. Warum so in Eile? Servus. Friede sei mit dir, Bruder. Schön langsam, Bruder.